Mit dem Verweis auf Sicherheitsbedenken hat die US-Telekom-Aufsicht Federal Communications Commission den chinesischen Anbieter China Telekom vom US-Markt ausgeschlossen. Der NBA-Spieler Kanter sagte bei dem Sender CNN, dass Nike sich seiner Verantwortung stellen sollte, um die Unterdrückung der Uiguren durch China zu kritisieren. Nike würde China fürchten, deswegen würde er selbst mit Schuhen aufs Feld gehen, auf denen moderne Sklaverei stehe. China hat eine offizielle Einbindung Taiwans in die UNO mit Nachdruck abgelehnt. Taiwan habe kein Recht, den Vereinten Nationen beizutreten, sagte ein Sprecher des Büros der Pekinger Regierung für Taiwan-Angelegenheiten am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Die Finanzkrise im chinesischen Fußball fordert wohl ihr nächstes Opfer. Erstligist Hebei FC, vor Inkrafttreten der Regulierung der Vereinsnamen in China auch als Hebei China Fortune bekannt, soll chinesischen Medienberichten zufolge vor dem Ausstehen. Nach dem Treffen des russischen Außenministers Lavrov mit seinem südkoreanischen Kollegen Jong sagte Lavrov zu den Medien, dass er die Platzierung von verbotenen nuklearen Mittelstreckenraketen im asiatischen Pazifik durch die USA sehr kritisch betrachte. Der Außenminister Chinas Wang Yi war in Athen und traf den griechischen Außenminister Dendias. Nach dem Treffen sagte Wang Yi den Medien, dass die Investition Chinas im Hafenbereich ein Zeichen für engere Zusammenarbeit wäre. Ein Flugzeug der Egypt Air, das auf dem Weg nach Moskau war, kehrte aufgrund einer Drohung um. Nachdem klar wurde, dass dies keine echte Drohung war, konnte die Linie ihren Flug fortsetzen.